Die Star Wars Battlefront Retro-Folgen werden präsentiert von mir und meinem Partner Instant Gaming. Schaut gerne in die Videobeschreibung in die obersten beiden Links. Dort findet ihr einmal den Link zu meinem Rev-Link, wo ihr die Spiele günstiger bekommen könnt, als auch irgendwelche Gamecards und so weiter kaufen könnt. Und checkt auf jeden Fall auch das Gewinnspiel ab. Dort könnt ihr ein Spiel eurer Wahl gewinnen. Einfach mal mitmachen. Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen mal wieder ein bisschen Helden vs. Schurken hier bei Star Wars Battlefront und wir spielen das Rebellenlager, sind die guten alten Rebellen und wir nehmen Han Solo, Captain des Millennium Falcon, der da unten sogar steht. Cool, cool. Die Map ist eigentlich nicht so ganz geil für Helden vs. Schurken, zumindest fand ich das immer so, weil es hier viel um den Kampf, um den Falken ging. Ja, mal gucken, wie das in dieser Lobby sein wird. Wir sind vier, die sind fünf. Irgendeiner muss bei uns noch auswählen. Ich denke mal, wenn er nicht auswählt, kriegt er, glaube ich, automatisch Luke zugewiesen. Mal schauen. Aber die Map macht trotzdem natürlich Spaß. Spielt auf Tatooine, sieht man ja auch an den coolen Häusern und so weiter. Aber wir werden sehen, wie gut es läuft, ne? Wir werden sehen. Niendam kriegt seine Waffe erst danach. Die war eben nicht da, deswegen habe ich das gerade gesagt. So, Bagda. Ach, der ist AFK oder was? Hm. Sind die alle AFK? Ey. Ja, jetzt kriege ich, habe ich Schaden genommen, aber wodurch? Weil Luke da irgendwas kaputt gehauen hat? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Na, eigentlich wollte ich hochgehen, aber egal. Okay, Greedo haben wir schon. Magda haben wir leider nicht bekommen. Han Solo kann ja hier richtig schnell schießen. Habe ich ganz vergessen, dass das so ist. Habe ich schon ganz vergessen, dass das so ist. So, Glücksschuss? Na, schade. Ja, den haben wir aber auch so gut wie den Luke. Der Luke wird den locker schnappen können. Ganz schön merkwürdige Runde. Also das war überhaupt nichts mit Taktik und Positionen und so, sondern einfach nur drauf losgeballer. Hab auch nicht so gut getroffen, muss ich sagen, aber hey, mein Team hat gewonnen, von daher alles easy. So, nächste Runde. Neues Glück. Die Gegner sind wieder am Start. Wir haben diesmal 6 Leute, die Gegner haben nur 5. Mit diesmal aber Darth Vader, Bosk und Boba. Eben hatten sie Greedo anstatt Darth Vader. Diesmal haben wir aber auch den guten Lando Calrissian. Und wir haben natürlich Bagda dabei, ne? Weil, muss, liebe Leute, muss. Sorgt dafür, dass unsere besten Leute... Ja, da hat noch einer Bagda dabei, das ist auch besser so. Bagda ist halt wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Eigentlich wollte ich das Power-Up. Naja, gut, passt schon. So, die Gegner stehen da hinten übrigens. Deswegen, wie gesagt, die Rebellen können sich hier recht schnell an diesen Falken positionieren, während die Gegner dann halt irgendwie immer da dieses Tor langlaufen müssen, was ein bisschen schwierig ist für die Schurken an dieser Stelle. Wenn die Helden das sehr starte spielen, irgendwie sehr, sehr zurückliegend und halt irgendwie auf diesem Falken campen quasi, dann kann das eine ganz, ganz schwierige Kiste werden. Aber anscheinend ist hier schon wieder die Hölle losgebrochen. Ach Mist, ist der Vader eben jetzt in die Arme läuft, ist natürlich uncool. Aber der ist noch gestorben. Nice. 2 gegen 2. Jetzt könnte noch knapp werden. Ich wollte eigentlich da richtig schön flankieren mit einem Power-Up und allem drum und dran, aber habe leider kein Power-Up gefunden. Was ein bisschen schade ist. Und dass der Vader dann natürlich dann zurückgeht, ist auch ein bisschen blöd gewesen. Hier kommen. Ja, schade. Schon zu schnell vorbeigerannt. Aber nur noch Boba lebt. Ja, da töten wir uns gegenseitig. Der mit seiner DR-17, die ist natürlich auch nicht schlecht. Vielleicht sollte ich die auch mal nehmen, hä? Die DR-17 ist schon im Nahkampf besser und hier hat man jetzt nicht so viele Strecken, wo man auf größeren Distanzen schießt. Von daher, vielleicht nicht die falsche Entscheidung. Mal sehen. Immer noch 2 gegen 1. Immer noch haben unsere Leute ganz gut Leben. Aber Boba kann sich natürlich hier verdammt gut verstecken. Gibt hier auch einige Verstecke, die man ausnutzen kann. Man kann auch da oben sich quasi so draufstellen. Es gibt auch so ein typisches Versteck, was die häufiger nutzen. Man kann übrigens auch da oben drauf. Also deswegen ein bisschen die Map erkunden quasi, wo der Gegner sich vielleicht aufhalten könnte. Hm? Ich wollte das nämlich auch mal machen. Es gibt nämlich auch das fiese Versteck dort hinten, da bei dieser Laserkanone. Da kann man nämlich auch hin tatsächlich. Aber Boba ist hier. Und das haben wir gleich. Ja, sehr gut. Das läuft super. Na, wir nehmen mal diesmal. Nehmen wir mal Luke. Wir nehmen mal Luke. Komm. Wir nehmen den guten alten Luke Skywalker. Mal gucken, was das Team so nimmt. Die Gegner wieder mit Krennic, wieder mit Bosk und wieder mit dem guten alten Vader. Obwohl Krennic natürlich vorher noch nicht da war. Jin haben wir noch als Teammate. Und wer wird der Letzte sein? Ich würde eigentlich ganz gern so einen Chewie haben oder so. Das wäre ganz nice. Aber mal sehen, wen sie nehmen.
Bin ja nicht so der beste Luke Skywalker-Spieler. Aber irgendwie wird das schon. Irgendwie wird das schon. Und ich hoffe mal, wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Kommt auch so ein bisschen drauf an, wie gut der Vader ist, ne? So, der nimmt wieder nichts. Das heißt, der kriegt wieder einen zugewiesen. Ist immer der gleiche bei uns, der dann irgendwie immer AFK ist oder so. Keine Ahnung. Weil zufällig ist das nicht, was man dann ausgelost bekommt. Man kriegt immer den ersten quasi, der verfügbar ist. Wieder kein Bug da. Ah, weiß nicht, was ich davon halten soll, so. Keine Ahnung. Dort liegt die Heilung. Das müssen wir uns merken, natürlich. Ja. So, wir haben ein bisschen Schaden verursacht. Nicht allzu viel. Und da können wir nochmal ein bisschen Schaden machen. Und dann holen wir uns mal ganz kurz die Heilung. Ne, jetzt holen wir uns die Heilung, so. Dann wieder rein in die gute Stube. Oh, Jin ist irgendwie da im Kampf gegen Vader, was ein bisschen merkwürdig ist. Warum sind die nicht auf dem Falken geblieben? Na, das kann ja was werden, du. Okay, wir sollten... Ja. Das war nix, das war überhaupt nichts. Mich hat ein bisschen gewundert, wie meine Teammates sich dann positioniert haben. Das fand ich jetzt sehr komisch. Sehr, sehr komisch gespielt. Aber war von mir auch jetzt nicht wirklich gut, aber... Mich hat es trotzdem ein bisschen gewundert, dass die vom Falken runtergegangen sind. Okay, nächste Runde. 2-1 soll spannend bleiben. Verhindert, dass der Feind unsere Kommandeure eliminiert. Da ist ein Power-Up, das schnappen wir uns direkt. Aus welchem Tor kommen die denn? Wir gehen mal einfach mal so ganz gemein vielleicht da oben drauf. Klappt das so? Ne, das war leider nicht hoch genug. Da bin ich echt noch schlecht drin, denn Battlefront 1 wieder Höhen und so weiter abzuschätzen, wie weit und hoch die Leute denn springen können überhaupt, kriege ich nicht gut hin. Weil das so ein absolut anderes Gefühl ist, als wie bei Battlefront 2, finde ich. Aber so ganz, 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 ganz anders. Ja, diesmal steht der Nien am oben. Das ist eigentlich eine ganz gute Position, wie gesagt. Das ist eigentlich auch so Standard gewesen immer. Mal ganz kurz Kranichs Druiden kaputt machen. Das wäre ganz gut für unsere Leute, wenn sie da rein wollen. Weiß nicht, wie es mit Luke aussieht. Der ist hier aber nicht. Deswegen, ich glaube nicht, dass der hier rein will. Oh, und da gehen wir hinterher pushen. Oh, da gehen wir sowas von hinterher pushen. So, nochmal heilen hier. Und da haben wir es auch schon. Super, 3-1 steht's. Das wird doch eine schnelle Runde, glaube ich. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir nochmal die Runde hier kriegen. So, dann nehmen wir vielleicht auch mal einen Nump, oder? Vielleicht wird's mit dem ja was. Mit dem können wir uns auf jeden Fall auch oben drauf hier positionieren und dann ein bisschen draufschießen. Obwohl die immer einen hatten, der relativ schnell reingestürmt ist. Vielleicht kann ich da das Geschütz irgendwie recht smart stellen. Ich werde mal schauen, wie ich das jetzt mache. Mal gucken, ob die Gegner jetzt nochmal Vader nehmen. Den hatten sie ja sonst auch immer. Wenn sie jetzt nichts nehmen, werden sie übrigens, glaube ich, auch... Wer ist denn der Erste bei denen? Ich glaube, das ist auch Vader. Ich glaube, dann werden sie auch Vader nehmen. Komisch, dass da immer Leute irgendwie nichts auswählen oder irgendwie AFK sind. Aber wie gesagt, das macht keinen Zufall. Das ist immer dann der Erste, der auswählbar ist. Der am weitesten links stehende quasi. So, man kriegt ja sowieso leider keinen Bug da von dem Team. Deswegen laufen wir wieder nach vorne. Und dann brauchen wir auch nicht warten da drauf. Wir bleiben mal ganz kurz unten und stellen mal hier so unser Geschütz irgendwie. Der Luke rusht auch rein. Ah, der Vader ist AFK gegangen, ja. Ist absolut unnötig, sowas. Absolut asozial und unnötig, sowas. Finde ich nicht gut. Warum geht man da nicht einfach aus dem Spiel raus, ganz ehrlich? So, nur noch Krennic lebt. Keine Ahnung, wo der ist. Der muss hier hinten sein, weil das ist ein Todesruppler. Der spawnt immer bei Krennic. Das heißt, der Krennic muss eigentlich hier lang gelaufen sein. Ja, da war er. So, der dürfte hier schon in der Zange sein, ja. Los!
Und vermeintlich die letzte Runde, die jetzt startet. Mal schauen, ob wir da ebenfalls nochmal die Oberhand haben werden. Oder halt eben nicht. Aber ich denke doch schon. Schon wieder Luke, schon wieder Leia, Greedo und Bosk bei den Gegnern. Da ist wieder zwei Leute, die nichts auswählen. Ich finde das echt merkwürdig. Doch, jetzt haben wir einen. Krennic und Nien Namba. Okay. Endlich mal auch wieder Leute, die wirklich da sind. So, da können wir gerne versuchen, nochmal hier irgendwie Bug dazu geben. Alles klar. So, gehen hier nochmal hoch. Und versuchen nochmal unser Bestes. Auch merkwürdig, dass der Krennic sich da so sehr offen vorne hinstellt. Diesmal ist Leia bei uns AFK. Also was für eine Runde. Das ist ja eine Runde von AFK-Lern hier. Eine Runde von AFK-Lern, die irgendwie alle immer nur spielen. Obwohl, warum gehen die denn AFK, wenn sie den Helden kriegen? Ich könnte es ja so minimal verstehen eigentlich dann auch nicht, dass man irgendwie sagt, ich habe jetzt den Helden nicht bekommen, jetzt gehe ich AFK. Aber so machen die das ja nicht mal. Ach, warum kommt denn der Droide zu mir hingelaufen? Na gut, der steht nur in seinem Schild rum. Hatte irgendwie gehofft, die Rakete würde den treffen. Na, das Ding will ich nicht haben. Das stellen wir wieder weg. Nutzloses Mistding. Na, wo sind denn alle Feinde? Diesmal verlieren wir tatsächlich die Runde. Das heißt, eine noch gespielt. Oh, Greedo hat noch so Hälfte Leben ungefähr. Leia mitten im Kampf, aber das wird sie nicht schaffen, glaube ich. Obwohl, die hat Greedo besiegt. Wenn sie sich jetzt nochmal irgendwie heilen kann, vielleicht wird das ja doch noch was. Versuchen natürlich auch nochmal hier Hilfestellung zu geben. Oh, Leia ist jetzt leider abgehauen von meinem Druiden. Das war jetzt ein bisschen unschön. Hat sie vielleicht nicht gesehen, leider. Die kommt auch nicht aus dem Schild raus. Die wird voll verkloppt vom Krennic. Richtig verkloppt wird sie da. 4 zu 2. Jetzt wird es ja doch nochmal spannend, ja? Jetzt wird es ja doch nochmal spannend. Aber jetzt kommt vielleicht ja die alles entscheidende letzte Runde. Ich guck mal und warte mal ganz kurz, was meine Teammates so nehmen. Je nachdem entscheide ich dann. Hatten wir ja schon. Lando könnten wir nehmen. Jyn Erso wird genommen. Lando oder Chewie? Ne, nehmen wir Lando. Bam, 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 badam, dam, da, 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 da. Na? Unsere Chancen stehen gut. Wir müssen die Frage, ob die jetzt flankieren gehen. Naja, das machen sie auch. Da kommt auch Vader. Wo ist denn Luke hin? Da hinten. Oh, hier ist Bosk. Das ist vielleicht gefährlich, was ich hier vorhab. Okay, Luke hat gemerkt, dass ich zu ihm möchte. Jyn leider ganz alleine. Es ist ganz, ganz komisch hier gerade, die Situation. Irgendwie keine klaren Frontlinien, alle laufen irgendwie ganz einzeln rum. Sowohl die Helden als auch die Schurken. Wer will die Heilung hier? Okay, Jyn nimmt sich die Heilung, super. Wollte eigentlich gerade auch nur verhindern, dass Vader die kriegt. Den kriegen wir jetzt, ja. Oh, Bosk. Da bist du in meine Falle getappt, hä? Mich wundert gerade ein bisschen, dass er wegläuft, weil eigentlich hat er ganz gute Chance, wenn er gerade gegen mich kämpfen würde. Aber so verliert er. Ich weiß nicht, was sein Ziel ist. Ich habe es nicht verstanden. Ich hatte gar nicht so viel Leben und er war noch komplett full life. Ich weiß nicht, warum er weggelaufen ist. Hätte er mit den Mikrogranaten einfach geschossen, hätte er das, glaube ich, gewinnen können. Aber na gut, ist auch egal. Das war der Sieg für die guten Rebellen. Das war's. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war's mal wieder mit dem guten alten Star Wars Battlefront am Sonntag. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.